Als Obmann der Burgkursspiele Pfalzberg freue ich mich ganz besonders heute eben, dass wir hier in den Stadtsälen unsere große Festgala machen dürfen. Festgala aus dem besonderen Grund, die Burgkursspiele Pfalzberg feiern 50 Jahre Jubiläum, also ein halbes Jahrhundert Theater hier in Pfalzberg. Und wir haben uns da wirklich ins Zeug gelegt und versuchen hier eine gescheite Gala auf die Beine zu stellen. Wir freuen uns, dass sehr, sehr viele befreundete Künstlergruppen ihre Teilnahme zugesagt haben und heute hier bei uns auftreten. Das heißt, wir glauben wirklich unseren Gästen heute Abend in der Gala wirklich ein sehr abwechslungsreiches Bundesprogramm bieten zu können. Und ja, also ich bin unglaublich froh und stolz, dass uns das gelungen ist. Zusätzlich zur Probenzeit, wir proben ja schon für unser diesjähriges Sommertheater, hier diese Gala heute auf die Beine zu stellen. Und ich freue mich wirklich und das wird sicherlich ein toller, toller, klasse Abend. Jetzt voller Freude, ganz, ganz hochoffiziell darf ich Sie begrüßen zu einem Festabend, zu einem rauschenden Abend, zu einem spannenden Abend, anlässlich 50 Jahre Burghofspiele Pfalzberg. Ja, die Burghofspiele Pfalzberg wurden eben im Jahr 1960 gegründet. Interessant dabei ist aber zu erwähnen, dass es ursprünglich ein Chorkonzert war. Und zwar haben der Gesangsverein Eintracht Pfalzberg auf der Burgruine sein 70-Jahr-Jubiläum gefeiert. Und im Zuge dieses Konzertes wurde ein Bergmannschorlied aufgeführt, das extra für diesen Abend vom Herrn Dr. Kreusel komponiert wurde. Und das Ganze wurde szenisch auf die Bühne gebracht. Und im Zuge dieser Aufführung hat eben dann das Ensemble quasi Blut geleckt und hat sich dann entschieden, auch weiterhin auf der Burg Theater spielen zu wollen. Die ersten Jahre waren eben schwerpunktmäßig Operette auf der Burg. In den 80er Jahren hat man sich dann entschlossen, mehr so in den Bereich Zaubermärchen zu gehen. Und seit den 90er Jahren sind wir von den Burgkursspielen jetzt auch ein eigener Verein. Unser Schwerpunkt liegt so, dass wir quasi professionelle Regisseure ins Team nehmen, weil wir da einfach sehr viel lernen können auch dabei. Und hier dann entsprechend bekannte Werke, große Meister von Shakespeare, von Molière und so weiter und so fort, modern neu inszenieren und hoffen damit eben auch unser Publikum entsprechend unterhalten zu können. Und ein stolzer Handarbeit. Hier sehen wir das wunderschöne Buffet und das wurde gesponsert vom Walter Breitenthaler vom Burgrestaurant Oberpfalzberg. Und nach der Vorstellung gibt es hier ein wunderschönes Buffet für alle Gäste. Die Burghofspiele sind eine ganz, ganz wichtige Einrichtung. Ich glaube, Pfalzberg kann sich durchaus als Kulturstadt sehen und wir bemühen uns auch, unsere Vereine zu unterstützen. Wie gesagt, ich durfte auch lange Obmann der Burghofspiele sein, auch Obmann der Singgemeinschaft Pfalzberg. Und unsere Aufgabe in der Politik ist es halt dafür zu sorgen, dass die Vereine die entsprechende Infrastruktur haben. Sehr viele der Gäste, die wir heute haben, oder eigentlich alle der Gäste, die heute Abend auftreten, haben einen Bezug zu den Burgkursspielen, sind entweder selbst auf der Bühne gestanden als Schauspieler oder eben bei uns als Regisseur tätig gewesen. Und wenn man sich das anschaut, also ich habe es da ein bisschen versucht, ein Archiv anzulegen von den Burgkursspielen und bei weitem noch nicht alle Produktionen und Personen erfasst, aber in meiner Liste sind schon mehr als 400 Namen. Also es gibt in Pfalzberg fast keine Familie, die nicht irgendwie einen Bezug mit den Burgkursspielen herstellen kann. Dass sie so bleibt, wie sie ist, dass die Leute so bleiben, wie sie sind, einfach so offen und herzlich und dass wir noch mehr Publikum bekommen.